Kennst du U-Bahn-Döner? Und hast du schon mal einen probiert? Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Kurt-Schumacher-Platz. So, wir sind jetzt hier bei Halis Gemüse-Kebab am Kurt-Schumacher-Platz. Erster Test, U6 Döner. Vielen Dank. Wir fangen an am Kurt-Schumacher-Platz bei Halis Gemüse-Kebab. Dieses Ding sieht sehr wuchtig aus. 6 Euro hat es gekostet. Sehr vielversprechend. Also wir haben ja dieses typische Gemüse-Kebab-Ding. Also gebratenes Gemüse ist mit drin. Das Fleisch ist Chicken. Als Special hat er noch drauf Oregano gemacht. Er hat mit Maggi eingesprüht. Er hat Limettensaft drauf gemacht. Er hat Schafkäse drauf gemacht. Er hat Nahe drauf gemacht. Also Granatapfelsirup. Also komplette Programm. Und auf Haus kommt noch ein Ei ran. Ihr macht das Ei da. Danke dir, vielen Dank. Dankeschön. Ei ran natürlich darf nicht fehlen. Testen wir mal dieses Prachtexemplar. Zweiter Biss, kommen die Soßen raus. Schon mal gut. Das Chickenfleisch ist knusprig. Sehr aromatisch. Das ist Oregano und dann das ist Maggi. Maggi-Soße. Ah, okay. Du schmeckst den Schafskäse. Du schmeckst die Fruchtigkeit vom Limettensaft. Und natürlich mit Limette. Auch mal rote Zwiebeln, mal was ganz anderes. Ein bisschen exklusiv. Salat ist knackig. Gurken sind knackig. Tomaten schön rot. Das Brot ist nicht so ein spitzes Pidebrot, sondern extra hier so für Döner, so ein ovales. Milchbrot und dann erstmal ein bisschen Butter rein. Also für 6 Euro ist ja sehr gut. Ich habe echt nichts auszusetzen. Dieser Döner ist ein solider Döner. Diesen Döner gebe ich eine 8,8 von 10. Wenn ihr am Kurt-Schumacher-Platz seid, U-Bahn in die U6 und ihr habt Bock auf einen geilen Gemüsedöner, geht zu Halil, sehr zu empfehlen. Also er kommt schon von der Aufmachung, erinnert mich sehr stark an Eddies Gemüsekebab in Rudo. Auch so dieses Gemüse-Style, frittierte Gemüse drin, mit Maggi einsprühen, das Brot, Schafskäse, Limettensaft, geht schon sehr in die Richtung. Schmeckt auch wirklich gut. Also wirklich solide 8,8 von 10. Kann man nicht meckern. Echt guter Gemüsedöner. Was haben wir drin? An Gemüse. Kartoffeln, Aubergine, Zucchini und Karotten drin. Natürlich Paprika auch. Zucchini, wir haben Kartoffeln, Möhren und Aubergine. Alles frittiert. Schmeckt wirklich gut. Kann man echt nicht sagen. Die scharfe Soße ist scharf. Knoblauch kommt gut rüber. Der einzige Kritikpunkt, das Brot hätte vielleicht ein bisschen mehr toasten müssen, aber das ist Geschmackssache. Ansonsten solide 8,8 von 10. Sehr gut.